Wie klingt eigentlich ein Blechsatz im Orchester, wenn man das Orchester weglassen würde? Genau das haben ganz viele von euch mich gefragt in meinen letzten beiden Videos über Tuba und Cembasso, ob ich das nicht mal zeigen kann. Orchesterstellen nur im Blechbläsersatz. Drei Posaunen Tuba oder drei Posaunen Cembasso. Genau das machen wir heute. Ich habe drei von meinen Posaunenkollegen aus dem Gürzenich Orchester überreden können, dass wir gemeinsam für euch interessante Stellen aus der Orchesterliteratur für uns Blechbläser einspielen und aufnehmen. Wir fangen an mit der 8. Sinfonie von Anton Bruckner, dem Finalsatz, dem 4. Satz. Eigentlich somit das coolste, interessanteste, was man spielen kann als Blechbläser in der sinfonischen Orchesterliteratur. Mit dem 4. Satz fangen wir an. Ich habe einfach so die schönsten oder für mich interessantesten Stellen aus dem 4. Satz rausgenommen, ausgesucht und die haben wir für euch eingespielt. Und das Ganze klang so. In den Sinfonien von Anton Bruckner gibt es für uns Blechbläser ganz oft zwei verschiedene Arten von Stellen, die wir spielen. Auf der einen Seite gibt es die ganz großen, bombastischen Orchester-Tutti, wo wir einfach fette, fette Blechakkorde spielen können, was unfassbar Spaß macht. Aber für mich finde ich eigentlich den anderen Teil noch viel schöner, und zwar leise Blechchoräle. Mit die schönsten Blechchoräle, die es da draußen gibt, hat Bruckner in seinen Sinfonien eingebaut. Die 7. Sinfonie da besonders, vielleicht kommen wir da in Zukunft nochmal dazu, dass wir die zeigen können. Das ist aber dann oft eben nicht Posaunen, sondern eben mit Wagner-Tuben und Tuba. Aber für Posaunen gibt es auch eben sehr schöne Choräle in den Bruckner-Sinfonien.
Aber nicht nur Anton Bruckner hat Blechchoräle geschrieben, sondern auch andere Komponisten, zum Beispiel Tschaikowski. In seiner 6. Sinfonie endet die Sinfonie quasi mit einem Blechchoral. Kurz vor Schluss, im letzten Satz, es wird laut, es ist bombastisch und irgendwann klingt das Ganze ab und es kommt ein ganz ruhiger, ganz leiser, leicht melancholischer Blechchoral von 3 Posaunen Tuba. Und der klingt so. Weil Choräle so schön sind, machen wir einfach noch einen hinten drauf, einen letzten Choral und zwar wieder was ganz anderes, diesmal aus einer Verdi-Oper. Don Carlo von Verdi. Eine sehr bekannte und auch eine sehr, sehr schöne Oper. Es gibt eine 4- oder 5-aktige Version, aber das ist egal. In beiden Versionen meines Wissens kommt eben genau dieser Choral vor. Das ist der Aufzug zum 4. Akt, also der Anfang des 4. Aktes. Es beginnt mit einem Blechchoral. Diesmal ist eben keine Tuba dabei, sondern Cimbasso. Wie wir in dem letzten Video über Cimbasso schon hatten, bei italienischer Musik kommt eben eher ein Cimbasso vor als eine Tuba. Das ist genau hier der Fall. Ein letzter Choral für euch heute, Verdi, Don Carlo, Choral des 4. Aktes. Zu guter Letzt noch eine Stelle, die kein Choral ist. In der Orchesterliteratur gibt es natürlich nicht nur Stellen für uns Blechbläser, die so exponiert sind wie die letzten drei. Es gibt eben auch Stellen, wo wir im Orchesterklang funktionieren müssen. Genau das ist der Fall in der nächsten Stelle. Brahms ist jetzt nicht unbedingt der Komponist, den man vielleicht mit den bombastischsten Orchesterwerken oder bombastischsten Blechbläsermomenten in Verbindung bringen würde. Und trotzdem hat er sehr, sehr, sehr schöne und trotzdem auch echt ziemlich groß klingende Stellen für uns Blechbläser komponiert. Die 2. Sinfonie von ihm ist die einzige Sinfonie, wo eine Tuba vorkommt. Und genau deswegen sage ich euch natürlich die 2. als Tubist. Der Schlusssatz davon hat 2 besondere Momente für uns. Die 2 quasi letzten Einsätze oder tatsächlich letzten Einsätze für uns in der Sinfonie. Ich finde die super interessant. Sie klingen schön, haben schöne Harmonik, sind auch tatsächlich gar nicht so einfach zu spielen, weil sie für die 1. Posaune dann doch sehr hoch sind. Aber Petro hat das wie immer fantastisch gespielt. Wie das klingt, hört ihr gleich. Kurz davor möchte ich mich ganz kurz noch verabschieden. Das ist das Ende des Videos. Vielen Dank an euch fürs Zuschauen, fürs Dranbleiben. Lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und falls ihr wollt, dass wir in Zukunft mehr solche Videos machen, wie wir Stellen im Satz spielen, schreibt es gerne in die Kommentare und schreibt auch mal gerne, was für Stellen euch interessieren würde. Wir haben ein paar Sachen noch geplant. Es wird bald eine Mahler-Sinfonie geben. Welche kann ich noch nicht sagen oder sage ich noch nicht, aber es kommt bald eine Mahler-Sinfonie. Das wird, glaube ich, sehr, sehr interessant. Ansonsten schreibt in die Kommentare, was ihr für andere Stellen von uns hören möchtet. Dann nehmen wir die für euch auf und zeigen die euch. Vielen Dank an meine Kollegen, dass die sich die Zeit genommen haben, das Ganze mit mir einzuspielen. Hat mir einen tierischen großen Spaß gemacht. Vielen Dank an euch fürs Zuschauen. Jetzt noch viel Spaß mit den letzten beiden Stellen von der 2. Sinfonie von Brahms. What?